request. I bet it's good to be. Svetoslav Danev von der Medizinischen Akademie. Ich heiße Svetoslav Danov und bin von der Medizinischen Akademie. Als eine Art Hobby beschäftige ich mich mit der Einwirkung des Menschen auf den Menschen, mit dem Energieinformationsaustausch in der Natur, das heißt mit dem sogenannten Problem der Extrasensitiven, mit der übersinnlichen Kräfte von Menschen in unserem Land. Dan Cho ist einer der bemerkenswertesten Extrasensitiven. Meiner Ansicht nach beeinflusst er blitzartig und ohne mit seinen Händen um den Patienten zu kreisen. Kein anderer hat eine solche Einwirkungskraft wie er. Er wirkt auch im einfachen Telefongespräch. Darüber hat er genügend Beweismaterial gesammelt. Ich persönlich habe viele Menschen danach befragt und Protokolle angefertigt. Dieser Tage hatte ich einfach keine Anfälle. Ich unterzog mich einer so schweren Operation ohne besondere Anfälle. Ich kann mich sogar nicht daran erinnern, wann die Betäubung aufgehört hat zu wirken. Ich verspürte keinen Schmerz, unwahrscheinlich. Ich glaube an diesen Menschen, an seine magische Kraft, an seine natürliche Kraft. Die ganze Zeit habe ich mich in Orechowo wohlgefühlt. Ich glaubte daran, dass er mit mir ist und hatte Courage. Er hat mich einfach mit der Hand berührt. Davon ging mein Schmerz weg. Als ich anfangs zu Dan Cho ging, wunderte ich mich, warum er nicht mit den herkömmlichen Mitteln, die wir kannten, halt. Er hat weder meinen Blutdruck gemessen, noch ein Elektrokardiogramm angefertigt. Benutzt hat er einfach, was da war. Eine Tasse Kaffee, eine Zigarette sogar. Danach hat er mir empfohlen, 1 bis 2 Stunden zu schlafen. Ich habe mich dann einfach wohlgefühlt. Bis zum heutigen Tag habe ich keinerlei Beschwerden. След което препоръка да преспя 1-2 часа. Почувствах се наистина много добре и до ден днешен аз не мога да се оплача от абсолютно нищо. Es ist nicht zu bestreiten, wie das Volk zu sagen pflegt, hatte er mit seiner Hand den Schmerz von mir einfach weggenommen. Doch das ist nicht alles. Der Schmerz ist ein subjektives Gefühl. Er kann manchmal mit der Besserung der Stimmung verschwinden. Das Interessanteste ist, dass sich bei der medizinischen Untersuchung erwies, dass eine Korrektur des deformierten Organs eingetreten war, mit dem ich jahrelang gelebt hatte. Tausende haben dieses Behandlungszimmer besucht, genau 7267, und bei keinem der Patienten waren während der Seance Verschlechterung des Zustandes oder Begleiterscheinungen zu beobachten. Bei der 4. Seance haben sich die Wunden meiner Frau geöffnet. Es ist viel Eiter ausgeflossen. Dann begann ein Gesundungsprozess, der bis heute andauert. In der Zwischenzeit wurde meine Frau in das Militärkrankenhaus aufgenommen. Dort wurden vollständige Untersuchungen gemacht. Ich habe auch die Diagnose und die Röntgenaufnahmen, auf denen erkenntlich ist, wo die Durchblutung unterbrochen ist. Die Diagnose stimmt völlig mit der von Dan Cho überein. Dan Cho sagte, meiner Frau fehle die Durchblutung unterhalb der Fußknöchel. Die Ärzte schlugen eine Amputation vor. Wird der Nagel jetzt abfallen? Ich weiß nicht, ob er abfallen wird. Darunter sehe ich etwas. Genau hier. Alles andere ist vorbei. Allmählich wird alles vorbeigehen.
Der Schmerz ist vorbei. Ich verspüre absolut keinen Schmerz. Das vorige Mal warst du aber mit einer Binde, nicht wahr? Ja, die Binde hatte ich auf dem großen Zeh. Die Binde ist nun weg. Gehst du schon zur Arbeit? Ja, ich gehe schon zur Arbeit. Seit wann? Seit Juni. Wie lange warst du krankgeschrieben? Ein Jahr und einige Monate. Freuen sich deine Kolleginnen, dass du wieder da bist? Ja, natürlich. Die Seance bestand aus einem Glas Wodka. Das war der Wodka, den wir am Vorabend tranken. Das war die Seance. Und danach ein Glas Wasser. Die anderen Seancen folgten aus Entfernung. Für mich ist Dancho ein Gott. Er ist einfach himmlisch. Ich heiße Dr. Timchev. Ich leite die gynäkologische Station in der 10. Poliklinik. 21 Jahre Praktikum liegen hinter mir. Eine große Anzahl von Patientinnen, die zu uns kamen und bei denen wir Entzündungsprozesse feststellten, durchliefen eine bestimmte Anzahl von Seancen bei Jordan Ivanov. Ich kann sagen, dass der Einfluss, den er im positiven Sinne auf sie ausübte, riesig war. Ein Großteil der Beschwerden gingen zurück. Borjana Čoleva heiße ich und bin Doktor der Biologie in der Biochemischen Fakultät der Sofjota Universität. Die Energie, die Dancho hat, wollte ich in unserem Forschungsbereich prüfen, doch wie? Ich beschloss, ein Experiment durchzuführen, im Gewächshaus, also fast im Labor. Seine Bioenergie prüfte ich auf zwei Sachen. Erstens auf das Wachstumstempo der Tomatensamen und zweitens auf den Einfluss der Bioenergie auf infizierte Pflanzen. Welche Wirkung hatte die Bioenergie? Ich möchte vermerken, dass wir in den Gewächshäusern bis zu 50% Verluste bei Ansteckung haben. Hier sind die Ergebnisse des Experiments. Die Schlussfolgerungen sind eindeutig. Die Bioenergie von Jordan Ivanov beeinflusste sowohl das Wachstum der Tomatenpflanzen als auch die Parasiten. Die Parasiten wurden in ihrer Entwicklung gehemmt. Dieser Versuch beweist, dass die Bioenergie von Dancho Ivanov nicht nur auf Menschen wirkt, sondern auch auf Pflanzen, die ebenfalls lebendig sind. Meine Frau rief Dancho, um die Elefantenkuh zu retten.
Als wir bemerkten, dass es der Elefantenkuh schon sehr schlecht ging, sind wir zum Telefon. Ich wählte seine Telefonnummer. Dancho hob ab. Ich sagte ihm, was los war. Er antwortete mir, ich kenne den Zustand des Elefanten nicht. Ich habe ja einen Elefanten noch nie vom Nahen gesehen. Ich arbeite am Wirtschaftsinstitut in Swistow. Ich sage das in dem Zusammenhang, weil Dancho nicht nur heilen, sondern auch wahrsagen kann. In vielen Bereichen kann er nützlich sein. Er half den Menschen, die zu ihm kamen. Das Einzige, was Dancho möchte, ist den Menschen zu helfen. Etwas anderes kenne ich von ihm nicht. Er will weder Ruhm, Macht noch materielle Vorteile. Er tut alles nur für die Menschen. Ich habe viele Bekannte im In- und Ausland. Behandelt habe ich sie an dem Ort, wo wir uns gerade trafen. Auf Wiesen, in Wäldern, an der Grenze. Wie man sagt, wo ich sie gerade antraf, dort habe ich sie auch behandelt. Es verstreicht eine bestimmte Zeit, die Menschen sind zufrieden, der Schmerz ist weg. Dann bringen sie ihre Bekannte, Freunde oder Verwandte zu mir. Bis jetzt habe ich annähernd 3,5 Millionen Patienten behandelt, vielleicht auch mehr. Allein aus Bulgarien, aus den verschiedensten Nationalitäten. Ich habe Zigeuner, Moslems, Bulgaren und noch viele, viele andere behandelt. Doch was soll ich sagen? Sie haben das Wort. Und wenn Sie mich schätzen, dann habe ich es vielleicht auch verdient.